Also, grüß Gott nachher, heute in Berchtesgaden. Servus. Wie geht's denn da damit? Mir geht's gut. Berchtesgaden ist immer wieder eine Reise wert, wunderschön. Bist du schon mal da gewesen im Watz, gell? Comedy Club? Da habe ich gemeint, das ist der Jungfriedel Fiesel da. Ist das ein bisschen, ist das ein bisschen gewollt? Gewollt mag ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht. Eher hat es damit zu tun, dass ich schon immer ein Vorbild von mir war, sagen wir es einmal so. Und vielleicht bin ich da ein bisschen eingerutscht in die Schiene, aber direkt gewollt war es nicht, wo es passiert hat. Und es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Wie lange dauert heute dein Programm? 2 Stunden ungefähr, mit Pause, 2,5 ungefähr. Sind sich die Leute zwischendrin eine halbe Kaffee, oder? Genau, so ist es. Dann sind sie eh schon fleißig, wenn wir schauen. Genau. Du, dann freuen wir uns auf dein Programm heute und viel Spaß in Berchtesgaden. Hoffentlich gefällt es Ihnen. Und morgen wie immer auf Insta-ID. So machen wir es. Spaß, merci. Ich habe gesagt, der spielt heute eh gegen mich. War ganz überraschend, wir wissen nicht warum. War ganz überraschend, habe ich gesagt, gell. Okay. Auf alle Fälle an dem Abend, das war eine Veranstaltung von Lehrer für Lehrer. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber da hat ein Gremium als Lehrer für Lehrer einen Abend veranstaltet. Und da waren echt 140, 150 Lehrer da. Okay? Das habe ich schon lustig gefunden, weil in der 5. Klasse ist mir schon immer aufgefallen, wenn der Lehrer vor uns ein Konzert hält, ist das langweilig. Mensch, Meier, ist das langweilig. Gell? Dann habe ich halt schon in der Schule schon einmal so einen Gang führen lassen, so einen 8% lustigen. Dass das halt ein bisschen, wisst schon, dass das Ganze ein bisschen, die harte Nummer da ein bisschen aufgelockert wird. Gell? Und das haben die Lehrer nie lustig gefunden, im Gegenteil. Oft haben sie sogar bestraft. Und jetzt noch ganz da und so einen Eintritt. Auf alle Fälle habe ich dann da den Abend, habe ich das Lied gespielt und das Lied hat den wunderschönen Titel, ich sage, das ist mein vegetarischer Hit. Und zwar heißt das Lied auf Bayerisch Zwiebel und Radi. Dann habe ich es für die Hochdeutschen übersetzt und habe gesagt, das Lied heißt Zwiebel und Meerrettich. Und da meint sie, habe ich einen in der dritten Reise erlehrt und gesagt, Entschuldigung, da muss ich ein Veto einlegen. Das Lied heißt keinesfalls Zwiebel und Meerrettich. Und die schauen wir uns an, warum nicht? Das Lied heißt Zwiebel und Rettich. Ich sage, gut, danke. Ob man dann ausschmeißen lassen, weil Klugscheiße bauen. Ja, aber wirklich, ja, mit Lehrer, ich weiß nicht, das war früher so ein Ding, ich habe ja wirklich ein Schulzeitraum, möchte ich anmerken. Ich habe ja wirklich, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Aber bei uns, wie ich in der 4., 5. Klasse war, wir haben einen 9. Klassler, die haben wir gefurchten. Die waren wirklich gemein, die waren böse, die haben ein bisschen Kratz gestunken, die haben da alles gut an. Was da, weißt du, die haben mir wirklich gefurchten. Und beim Herrn Neuwirth, so hat mein Lehrer damals in der 5. Klasse geheißen, haben wir in Biologie einen Film anschauen dürfen. Und dann haben wir noch so eine Kastel gehabt, das müsst ihr euch vorstellen, das war so ein Wohn, da waren unten 4 Radl, dann ist so ein weißes Kastel gekommen, da war das ganze Kabelklump drin und der Videorekorder. Dann sind 4 Stempel hingegangen, dann ist wieder ein Kastel gekommen. Und da war dann der Röhrenfernseher drin. So hat es bei uns noch ausgeschaut. Jetzt bin ich nicht der Älteste, ist mir schon klar. Aber wir haben noch auf Röhrenfernseher geschaut. Und da pro Stockwerk war da immer eins unterwegs. Und der Neuwirth, also mein Lehrer, hat gewusst, die steht in der 9. Klasse, der Fernseher. Und hat mich ausgekoren aus 35 Schülern, den Fernseher aus der 9. Klasse zu holen. Und ich bin gleich ganz baff angestaut und sage, Herr Neuwirth, bitte nicht, ich mag nicht in die 9. Klasse, bitte nicht. Da hat er gesagt, reiß dich zusammen, reiß dich an Riemen. Gehe in die 9. Klasse und hole den Fernseher. Dann bin ich meinen Jakobsweg 4 gegangen in die 9. Klasse. Und irgendwann hat sich vor mir dann das Tür aufgetan. Ich schwöre euch, das war ein Vorteil für mich. Die hätten nicht schlimmer brennen können. Gell. Die hat brennt, die hat geschimmert gell, und ich stehe davor. Ich mag da nicht rein. Herr im Himmel, mach was. Dann hat aber nichts passiert. Dann habe ich angeklopft. Dann habe ich die Tür nach innen aufgeschoben. Dann bin ich ganz stark rein, so ganz tut mir aus. Und habe gesagt, Entschuldigung. Handy bitte am Fernseher rum. Und zuerst habe ich 25 Schülerköpfe auf mich zugekommen und dann trat sich die kleine Lehrerin um, das war so eine kleine blonde Lehrerin, Vogel hat die geheißen, Frau Vogel, ich weiß noch gut, trat sich um und sagt wortwörtlich zu mir, so, jetzt gehst du aussehen, machst die Tür zu, klopfst an, wenn ich herein sage, traue ich ja nicht und gib ihr einer. Wenn ich herein sage, kommst einer, meldest dich anständig, wie du das gelernt hast und dann schauen wir mal, ob du am Fernseher kriegst. Bin ich ausgegangen, hab die Tür zugemacht, bin in mein Glas zurück und hab gesagt, ich kriege ihn nicht.
Und dann spiele ich in Straubing im Rechen, das ist so eine Kultkneipe. An Silvester, da spielt aber eine Band. Also irgendeine Band spielt da. Und dann haben sie mir entlang quasi, dass ich 20 Minuten da so einen kurzen Auftritt halt da mache. Ne? Ich war da heftig, ja. Auf alle Fälle haben sie mir reingekommen, dass ich da einen Kurzauftritt gemacht habe. Und ich gehe da rein und spiele und verzeihe die Geschichte genauso, wie ich es euch verzeihe. Und dann kommt eine Frau zu mir her, am Schluss saß sie, wenn ich fertig war, und sagt: Wo bist du auf die Schule gegangen? Und sage ich ihnen: Warum? Ja, sie war da auch und ihr kommt die Geschichte so bekannt vor. Und sage ich: Wie heißt denn dann du? Ja, Vogel. Und sage ich: Du warst das eigentlich. Und das ist jetzt 16 Jahre her. Das war ja damals schon schulische Grausamkeit. Aber jetzt spiele ich meinen vegetarischen Hirn, Zwiebel und Rettich, die kurz nach 30. Ziemlich früh angefangen, vermutlich schon als Säugling, als kleiner Schuss. Und die erste Klasse ist das, was ich noch weiß. Jetzt sitze ich in der Klasse mit der Schultüten drin. Der Lehrer, der schaut komisch, weil da irgendwas stinkt. Bei meinen Kollegen findet er nichts wie ein Trunkendraht, außer Gummi, Bierle und Schokolade. Aber jetzt hat er die Vierte, der weiß, was stimmt, weil er direkt auf mich zu in meine Richtung kommt. Er sagt mir, ich soll ausladen und am Tisch verteilen. Ich sag, der Lehrer, das tut mir leid. Ich mag ein Zwiebel und ein Radio gehen. Ich kann mir eine Länge und dir zusperren. Und ich will ja und kann es euch nicht erklären. Ich mag ein Zwiebel und ein Radio gehen. Ich mag ein Zwiebel und ein Radio gehen. Ein Gedicht, das ich auswendig lern. Und mir wurscht, wie viele Leute sich noch beschweren. Ich mag ein Zwiebel und ein Radio gehen. Mit 16, da quälst die alle Wein an. Da fängt ja für die meisten das Berufsleben gleich an. Ständig dann die Frage, was man lernen möchte. Und gefühlt jetzt paar Stunden später sitzt im Vorstellungsgespräch. Ich weiß, da schauen jetzt manche Leute recht blöd, weil es nie im Leben so schnell geht. Aber zu meiner Zeit, da hätte halt der Quali noch taugt, dass du für einen Lageristensteig kein Abitur braucht. Jetzt sitze ich bei dem Manager im Büro. Ich schau ihm und er schaut mich an. Er vertraut seine Augen, verzirkt den Mund. Mit der Stein ist nichts vorn und ich weiß einen Grund. Ich mag ein Zwiebel und ein Radio gehen. Ich kann mir eine Länge und dir zusperren. Und ich will und kann's euch nicht erklären. Ich mag ein Zwiebel und ein Radio gehen. Ich mag ein Zwiebel und ein Radio gehen. Ein Gedicht ist ich auswendig lernen. Und mir wurscht, wie viele Leute sich noch beschweren. Ich mag ein Zwiebel und ein Radio gehen. Musiker unterwegs bin, das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen, wenn du so unterwegs bist, sind immer zwei, drei dabei, die meinen, sie müssen dir jetzt einen Witz erzählen, also richtig herzhafte Witzeerzähler, die gibt's immer, da ist bestimmt auch einer wieder da, aber ich versuch's aber ein bisschen abzuschrecken. Aber ihr wisst, woran man einen herzhaften Witzeerzähler erkennt, er versteht ja immer die Frage der Fragen, die du nicht beantworten kannst, und zwar, kennst du den schon? Kannst du weder ja sagen, weil du es noch nicht gehört hast, noch kannst du nein sagen, weil du es dir noch nicht gehört hast. Die Frage spielt in derselben Saublüten-Kategorie wie: Schlafst du schon? Oder hat noch nie jemand mit ja beantworten können. Und ich sitze so also da noch beim Auftritt und dann kommt einer: Kennst du den schon? Nein. Verzeih ihn. Und jetzt ist es so, dass du ab und zu
werden da furchtbar schlechte Witze erzählt und ab und zu werden da wirklich gute erzählt. Gell? Und ich kann nicht alle wiedergeben, weil das darf den Rahmen sprengen. Gell? Für 13 Euro. Auf alle Fälle habe ich mir irgendwann einmal angewohnt, dass ich da für mich selber der Top 3 mache. Also ich habe immer 3 Witze dabei und so einen Abend, wenn ich das Programm komplett spiele. Und die sind quasi auch Platz 1, Platz 2, Platz 3 gestaffelt. Und das ist natürlich immer unterschiedlich. Wenn wieder einer nachschiebt, dann haue ich vielleicht einen weg. Und wenn nicht, lasse ich es drin, je nachdem, wie es ist. Ja? Und ich möchte natürlich meine 3 Witze nicht vorenthalten. Jetzt fangen wir mal ganz kurz mit der Platz 3 an. Immer noch Platz 3, seit Jahren Platz 3. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, da geht es um eine Frau. Eine junge Mutter, also so 30, 35 Jahre, und die hat 2 Kinder, 2 Töchter mit 11 und 12 Jahren. Und dann denkt sie irgendwann einmal, hat gesagt, jetzt wird es Zeit, dass ich die Töchter, meine Kinder ein bisschen Verantwortung lehren. Gell? Und wie geht es natürlich besser, denkt sie, wie mit einem Haustier. Dann geht sie in so eine Zuhandlung, schaut sich Hamster an und wirst zu den Meerschweinchen umgekommen, sieht sie im Eck ganz teilnahmslos aus so einem Holz, wie man es halt so kennt, auf so einem Holzbrettel. Einen wunderschönen Papagei sitzen. Gell? Einen wunderschönen Papagei. Selten so einen schönen Papagei gesehen. Gell? Gar nicht gewusst, dass es so schöne Papageien gibt. Und drunter ein Schüttel mit 15 Euro. Wahnsinn, oder? Sie denkt, so ein wunderschöner Papagei für 15 Euro, die hat einen Haken, irgendwas stimmt da nicht. Ja, mitpratzelst du nicht, irgendwas stimmt da nicht. Dann hat sie so einen Papagei-Fachverkäufer gesucht, die wollte halt da mal anrennen. Und hat sie gesagt, das muss vielleicht eine andere Kundschaft pratzeln, aber mitpratzelst du nicht, was stimmt mit dem Vogel da hinten nicht. Ein so ein wunderschöner Papagei für 15 Euro, dieser Krank oder Flehe, irgendwas hat er doch, das gibt's doch nicht, gibt's zu. Und sagt der Mann, naja, der Papagei-Fachverkäufer mit dem Vogel an sich ist eigentlich alles in Ordnung, das ist eigentlich ein wunderschönes Tier und mit dem ist eigentlich alles in Ordnung, aber sein Vorbesitzer, eigentlich hat es stark mit seinem Vorbesitzer zu tun, und zwar hat sein Vorbesitzer 20 Jahre ein Bordell geleitet. Jetzt war der Papagei 20 Jahre in dem Puff drin. Und dann denkt sich die Frau, soll ich das auch für 15 Euro, da kann ich fast nicht nein sagen. Gell? Kauft den Vogel, nimmt ihn am Arm, geht heim, geht in den Hausgang rein und bis ins Wohnzimmer reingeht, meint sich der Papagei das erste Mal zu Wort und sagt, jawohl, neuer Puff, Mutter, da taugt's mir. Und denkt sich die Frau, ja, die Gott, was hat denn dir für einen Schmerz bei dir? Das gibt's ja nicht, einen sicheren Sauschmerz. In dem Augenblick kommen die 2 Töchter ums Eck, sagt der Vogel, jawohl, Neuer Puff, Mutter, und neue Nutten. Wo taugt's mir? Dann denkt sich die Frau, ja, pfiat die Gott, was haben die für einen Sauschmerz bei dir? Gib ihn zurück, das kann ich meine Töchter nicht zumuten, gell? In dem Augenblick kommt der Vater ums Eck, sagt der Vogel, servus Karl.